Ein Hubschrauber ist ein Ast. Sah aus wie ein Hubschrauber-Propeller hier. Aber die Hubschrauber rauchen nur zur Info. Kannst ja mal versuchen, deine Autobatterie da anzuschließen. An den Ast, ja, dann fliege ich da weg. Da ist der Jägerstand. Da liegen Sachen drin. Ja, was weiß es? Soll ich mal gucken gehen? Ja. Wenn du möchtest. Einer reicht dir, wenn er geht. Ich schätze meine Hose. Da ist ein verbesserter Improvised Backpack. Richtig, ist ein es. Ein Improved Improvised Backpack. Ja, 20er Platz. Besser ist vielleicht der grüne, oder? Zustand? Vom Backpack? Ja. Christine. Julian? Damaged. Dann nehme ich den. Genau. Noch irgendwas? Winter Hunter Pants und Blue Cargo Pants. Also. Cargo Pants sind was? Zustand? Nee, sind nicht besser. Nee, die haben nur zwei, also vier Slots. Nee, sechs Slots. In welchem Zustand? Die Cargo Pants? Ja. In Pristine. Oh. Oh, ich glaube, ich nehme die dann auch. Ja, dann komm her, hol sie dir. Marc, gehen wir schon mal ein Stück hin und schauen irgendwie wegen rein? Bin schon dabei. Mal, wo ist denn die? Hier links, oder? Military habe ich gerade gesehen. Ah, das ist ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Geh nach oben. Hier, da bin ich. Hast du mich gesehen? Ja, hinter dir. Genau, und da vorne ist die Base. Ja, da siehst du nicht wirklich rein, da sind so viele Bäume. Da, wo der Wald am dichtesten ist. So, da kannst du jetzt von rechts langsam reinschauen. Ich guck nochmal auf die anderen Hügel, vielleicht sitzen da ja noch irgendwelche Spieler. Julian, bist du fertig? Ja. Gut. Ja, hast du diese... Moment. So. Geht irgendjemand was? Nicht wirklich. Mein Typ zittert irgendwie. Meiner auch, das ist echt heftig. Meiner gar nicht. Brauchst du ein Heatpack? Also ich habe ein Heatpack und er zittert trotzdem, so gesehen. Aber sag nee, mal, man merkt es irgendwie, wenn man das Fernglas in die Hand nimmt. Ja, wenn du einen starken Zoom hast. Merkt man aber auch ohne Zoom, wenn du irgendwas in der Hand hast. Ah, jetzt kommt der Julian wieder. Also am Eingang ist schon so ein kleiner Bunker. Da steht ein Auto. Ich schau gerade mal ein bisschen die Umgebung an. Immer gut, damit wir nicht überrascht werden. Wenn wir richtig professionell würden, wir sagen, zwei bleiben auf dem Berg und nur zwei gehen rein. Aber das machen wir nicht, oder? Das ist cool. Ja, würde ich auch sagen, das ist bescheuert. Ich kann von dir den Flughafen sehen. Wow. Echt? Welche Richtung ist denn der? Genau über der Base. Ich habe meine Renderdistanz nicht so hoch eingestellt. Oh, da vor mir sitzt ein Michi. Denk mir schon, dass es da rot ist. Da unten ist der zweite Jägerstand. Das müsste dann der da sein, genau. Ich würde sagen, wir können dann vorrücken. Also ich habe jetzt nichts gesehen, dass irgendwie in der nahen Umgebung was wäre. Ah, da unten schleichen sie schon. Was? Wer? Wie? Wo? Da ist Julian. Ach, Julian rennt schon mal vor. Und Peter ist auch da. Ja, ich bin mit dem Fernglas. Da hinten ist ein Auto auf jeden Fall, irgendwas. Ein Panzer ist das. Ein Sandsackbunker. Ja, das ist ein sowjetischer Panzer. Ich würde sagen, ein BMP, ohne dass ich ihn gesehen habe. Ja, wahrscheinlich, weil es keine anderen gibt. Doch, es gibt auch T irgendwas. Wahrscheinlich 72. Genau, dann würde ich es. Ich würde sagen, wir können vorrücken. Ja, sprinten. Ich würde sagen, wir können einrücken. Okay. Oh, jetzt regnet es wieder. Ein bisschen an. Hier, ich glaube, es sieht so aus, als würden wir von links anfangen. Zu der Straßensperre. Da liegt aber nichts. Ja,
Ist da einer von uns direkt an der Mauer? Ah? Ja, da ist einer. Schau einfach aufs Armband. Also ich bin jetzt bei den Sandsäcken. Julian, bevor, wo bist du denn? Weil ich sehe alle bis auf. Der schleicht hinter dir. Mach das. Mal denn hier rein, verdammte Hacke. Vorne. Was? Hier. Okay, du bist ins erste Gebäude. Ich gehe links rein zu. Das ist Julian. Ich gehe in das doppelstöckige Haus. Da ist ein Dosenöffner. Oh. Hast du den nicht gesehen? Doch, ich hab doch schon einen. Ich dachte, ihr habt auch schon alle einen. Den kann man trotzdem mitnehmen. Ah, der ist schon damaged. Ich bin gerade wieder raus. Ist nicht egal, wie in welchem Zustand der Dosenöffner ist? Mich? Eigentlich? Okay. Ey, weiß ich nicht. Ist das nicht eigentlich egal? Hier liegt ein Barett. Ich glaube schon. Schaut doch unter die Betten. Salinbeck. Legt euch hin, schaut unter jedes Bett. Ich habe da schon mal eine M4 gefunden. Cool. Hey, irgendwie ist hier gar nichts. Also bei mir in meiner Baracke sind viele Sachen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin gerade in einem doppelstöckigen Haus. Ah, da kommt gerade jemand rein. Bin ich. Ja, er kann's gleich wieder raus. Hier sind Worn Gummistiefel. Oh, weiß nicht, Gummistiefel, sind die gut? Zum Laufen an. Vielleicht nicht so, aber bei dem Wetter bestimmt. Ich habe auch noch Lederschuhe in schwarz. Aber so schicke Ausgehschuhe. Und übrigens Handschuhe. Das Haus ist auch komplett leer gewesen. Das war jetzt... Hier ist nochmal ein Fernglas. Ja, das könnte ich gut gebrauchen. Oh, hier stehen drei Ferngläser rum, also. Du hast doch schon einen Rangefinder, warum brauchst du noch ein Fernglas? Ja, mit dem Rangefinder kann man doch nicht vernünftig gucken. Mit dem Fernglas ist das doch besser, oder nicht? Achso, du bist im Fernglashaus. Hier gehe ich eins. Kann man, wieso kann man mit dem Rangefinder nicht vernünftig gucken? Ich dachte, das geht mit dem Fernglas besser. So, und ich ist auf. Boah, ey. Blue Cargo Pants, Green Sweater. Ah, so viele grüne Pullis. Ah, jetzt rennt da der nächste rein. Oh, hier Hunting Jacket. Worn. Anti-Step Vest, das war die kugelsichere, ne? Ja. Hab ich hier in einer Baracke schon zwei gefunden. Ah, hier im Blatt. Ich hab hier eine im Pristine. Blatt Test Kit. Für Julian. Aber das Problem ist, ich kann dann halt die Sachen nicht mitschleppen. In die Press Vest passen Sachen rein. Da nicht. Ach, Press Vest. Ja. Das ist eine Press Vest. Hä, hey, warum legst du die Press Vest ab? Ja, Moment. Die ist doch viel besser, die Press Vest. Warum? Ja. Ich habe gerade gesehen, dass da nichts reinpasst. Alles gut, Marc. Ja, aber auch wenn was reinpassen würde, ist die Press Vest viel besser. Woher weiß ich das denn? Ja, weil das eine steht dabei, das ist eine Stichschussweste und die andere ist eine fette Schusssichere Weste. Ja, aber da musst du erstmal gucken lassen. Da liegt da was drauf. Weiß man doch. Nein, weiß aber man nicht. Aber hier ist eine schutzsichere Weste für Julian. Zwei sogar. Julian? Ja, muss ich mal erstmal finden, wo ihr seid. Nachher. Braucht jemand eine Hardy, ist damaged. Wir sind bei dem großen Exerzierplatz. Hier ist eine Hunting Jacket Autumn. Ja, da hab ich schon gesagt, ich brauch's nicht. Und da ist dann auch das Blatttest-Kit. Ich hab noch eins mit für Julian. Hier waren irgendwie im Haus. Ich bin bei dir drin. In kleinen Räumen, da kannst du nicht unter das Bett schauen. Du musst dich hinlegen, flach auf den Boden und deinen Kopf drehen. Du kannst auch nur den Kopf drehen, weißt ja. Ah, hier oben ist was. Oh. Ist auf den Turm gekrabbelt? Nichts, oder, Mark? Letzte habe ich. Julian, bist du auf den Turm gekrabbelt? Nein. DJ, siehst du was auf dem Turm? Nein. Ich kletter jetzt nochmal hoch. Ob da was liegt. Julian, wo bist du jetzt? Auf der einen Seite an der Mauer hier. Da ist dieser kleine Hochsitz quasi. An der Mauer.
grün. Der Turm, der Wachturm. Das ist ja, ja ein geiles Ding. Das ist neu. Und Michi, ich schau dir die ganzen Ferngläser an. Ah, ihr seid im Fernglas. Vier Stück. Stimmt, vielleicht habe ich ein besseres. Was ist meins? Eigentlich. Ach, meins ist pristine. Also irgendwie muss ich sagen, die Ausbeute war jetzt echt miserabel. Ja. Ich glaube, hier war jemand schon. Also vor uns. Das ist wahrscheinlich meistens so bei großen bekannten Sachen. Also keine einzige Waffe. Wer atmet da eigentlich immer ins Mikro? Da findet man in jedem Dorf mehr. Ich glaub, Mark. Das ist auf jeden Fall aufgehört. Ja, wenn du nichts hörst, was zwei Beine an seine Waffe montieren. Ich hätte hier ein Zweibein gefunden. Aber ich glaube, die funktionieren eh noch nicht. Da ist Julian. Warte, ich mach mal die Tür zu. Ja. Julian soll mal mitkommen. Komm mal mit, Julian. Nein, 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 Julian, bleib mal da. Hier. Du, hier, Blut testen. Ach, du hast es mitgenommen, okay. Lass mal aufschreiben. Also ich habe meins nochmal überprüft, ich war A+. Ja, passt ja. Julian? Julian? Ja. Vor mir. Ach so, da. Ja. Oh, das sieht aber dreckig aus. Ja, für dich reicht das. Marc, du bist jetzt raus, oder? Ja. Okay, wir sind seit jetzt den nächsten abgeschossen, der wo reinkommt. Habt ihr den Panzer geguckt? Was hast du für eine Blutgruppe? AB plus. AB plus. Okay. Dann BMP 2. Oh, mein Greenscreen fällt komplett aus hier, Alter. Scheiß Dreck. Ja, du hattest davor genug Zeit. Ja, ich sehe das schon. Das ist. Gefällt mir nicht. Jetzt wird's immer schlimmer gerade. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Wo gehen wir als nächstes dann hin? Julian muss erstmal seine Weste holen. Stimmt. Wo ist denn die? Wenn du rauskommst, in der linken Baracke, glaube ich. Julian, mitkommen. Ich hab den Greenscreen jetzt mal ausgestellt. Mach ich halt ohne. Oh, fuck. Warte. Da. Nein! Irgendwo hier müsste was liegen. Da. Bling. Ah, hier liegt was. Anti-Stab-Burst. Oder war es noch eine bessere irgendwo? Pristine gab es, glaube ich, eine. Die stammt und Pristine, ja. Zieh die an. Besser als nichts. Hast du auch angezogen oder nur ins Inventar gezogen? Jo. So, jetzt hab ich's da an. Ist ja klar. Wie viele Slots hat deine Jacke? Genau, jetzt hat das an. Meine Jacke hat 4 Slots. Du Pro, ey! Hä? Wieso? Wolltest mir gerade ausweichen, bist immer vor mir hergelaufen. Gab's nicht irgendwo eine Hunting Jacket? Ja. Die war doch worn, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, die hat dann mehr Slots als seine und seine war ja bestimmt nicht worn. Wie viel hat meine deine Slots? Damaged. Ja, komm mit. Dann zieh die Hunting-Dings an. Bin jetzt draußen Patrouille gelaufen, hab nichts gesehen. Mhm. Hier. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Tabanino oder Vibor? Mhm. Auch gerade mal. Ja, Flughafen wird wahrscheinlich auch schon jemand gewesen sein. Naja, aber wir wollen da ja hin. Ja. Dann würde ich aber nicht, würde ich sagen, wir gehen nach Cabanino, weil es ein kleinerer Ort ist, oder? Doch in den großen. Du meinst, ein kleiner Ort hat Vorteile gegenüber einem großen? Weiß nicht, sind vielleicht nicht so viele Spieler gewesen. Das könnte natürlich das Eide sein. Natürlich gibt es im großen Ort mehr, insgesamt. Geht aber auch schneller. Weißt du nicht, ob es überhaupt mehr gibt. Ist er unbedingt viel größer, der andere Ort? Weiß ich gar nicht. Ein gutes Stück. Ist doppelt so groß, mindestens. Okay. Schöne Jacke. Schöne Weste. Achtung.
Gut. Komm mal los. Also was jetzt? Osten oder Westen? Wo haben wir echt Julian schon wieder verloren? Der steht, der steht draußen im Regen. Nimm die Waffe auf die Tür. Dann löst sich aus Versehen der Schuss. Ja, nicht auf mich zielen, danke. Ja, ich wäre soweit. Ja, wir haben uns ja nicht entschieden, wo wir hingehen. Geh mal nach Vibo. Oh. Okay. Dann können wir aber gleich links rüber rennen, das sind zwei Spawn-Autos. Ja, machen wir. Außerdem haben wir Deckung. Ich bin mal die Nachhut. Okay. Julian, rein hinter Marke. Ich glaube, hier rechts stand auch immer noch ein BMP. Also Julian, du der kannst hier, wenn läuft. Du... Ja, oder? Hast du noch dein Heatpack, Mark? Ist schon lange weg, aber ich gebe dir gerne noch ein frisches unbenutztes. Weil meiner friert gerade ohne Ende. Ja, dann. Ich habe notfalls, wenn auch noch eins. Ah, ich wusste es, hier steht noch ein BMP. Wir treffen uns am BMP, nehmen ihn als Deckung und bauen eine 360-Grad-Sicherung auf. Wo ist denn jetzt hin? Am BMP. Ja, wir haben irgendwie... Durch den Durchgang haben wir leicht links. Da, wo ich stehe und wackel. Am Wald rechts vorbei, oder? Ja, ah. Hier. Muss noch aktivieren. Jo, danke. Gut, BMP ist durchsucht. Ich habe sogar zwei. Marc, du hast keins mehr dann, oder? Ich habe noch zwei. Achso, noch zwei, okay. Gut. Ich habe insgesamt vier sogar. So. Julian, rechts. Stimme, 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 Stimme. Rennen hinter Marc hier. Eins schaut nach vorne, zwei schaut nach rechts, drei schaut nach links, vier schaut nach hinten. PJ, das heißt nicht rückwärts laufen. Das kann ich aber nicht. Julian, wenn du alt läufst und alt gedrückt hältst, kannst du dich umschauen. Mach ich doch gerade schon. Achso. Klappt aber auch im Stehen. PJ, wenn du alt drückst und dabei die Maus bewegst, dann kannst du deinen Kopf drehen, ohne den Körper mitzudrehen. Ah, ja, jetzt wo du das sagst. Ich berühre gerade mich hier komischerweise. Und ich laufe ganz normal. Du musst mal die Waffe wegpacken. Ich bin Rothypothermik. Was hast du gemacht? Ja, bleib nicht stehen, geh erstmal bis zur Halle. Wollte ich auch gerade sagen. Ist bei mir auch. Was bei heißt Hypothermik? Das heißt, dass du fast kältetot bist. Kälte oder Wärme? Kälte. Dann machen wir gleich ein Feuer, weil bei mir sagt's auch, I'm shaking. Aber er sagt mir überhaupt nicht, dass ich kalt bin. Ja, weil du hypothermic bist. Machen wir gleich mal ein Feuer, oder? Würde ich auch sagen. Ich habe Streichhölzer dabei, meine Klamotten sind auch total nass. Wir brauchen keine Streichhölzer, ich habe hier... Ich hack ein bisschen Holz und dann haben wir sowas, wie wir es letztes Mal hatten. Ja, warum läufst du so langsam? Kann ich uns basteln. Ja, weil ich die Waffe in der Hand habe. Stecke ich es halt auch mal weg. Alle schauen in ihre Sichtbereiche? Immer ja, doch. Ich habe einen Rucksack in meinem Sichtbereich, aber ja. Kannst ja seitwärts laufen. Du könntest da vorne auch mal rennen, dann würden wir alle ein bisschen schneller vorankommen, weil alle würden rennen jetzt. Ja, komm, jetzt leg mal einen Sprint im Nacken. Genau, mach mal. Links um den Zaun vorbei. Nicht drüber springen, wir springen keiner drüber. Ich kann, mein ganzer Bildschirm ist total blurry. Aber das kann man ja ändern mit Videoeinstellung. Ja, das machen wir aber erst gleich. Ich muss einen Baum hacken, wir brauchen Holz. Sprint zur Halle. Ich kann halt echt nicht mehr nach rechts gucken. Ey, ich renne an euch allen vorbei. Wollt ihr mich verarschen? Wieso läuft ihr denn alle so langsam? Ja, weil wir vielleicht nicht jetzt die Situation, da steht ein Laster. Jo. Was, wo? Da am Blauer. Der Halle. Und der ist da sogar gespawnt. PJ, weil wir nicht die Situation haben wollen, dass wir jetzt einen Feind vor uns stehen haben und ihn einfach nicht treffen können. Da ist eine Trinkflasche, Wasser. Hä, da ist eine Flasche drin. Reifencheck. Reifen sehen alle gut aus. Batterie? Nicht vorhanden, genauso wie die Zündkerzen. Ja, wir sind eine Industrieanlage, da finden wir vielleicht Zündkerzen. Okay. Aber wieso... Achso, ja. Ja, weil sollen wir jetzt Holz hacken, oder wie schaut's aus? Ja. Okay.
Okay, dann hake ich jetzt einfach mit den Baum hier gleich an. Aber nicht direkt am Feld, sondern vielleicht noch einmal rum. Ne, ich nehme jetzt gleich... Ich kann da nichts mehr sehen, ey. Ich kann nicht mal zwischen so einem Pfahl und einem Baum unterscheiden, weil das so blöd ist. Dann geh einfach in die Grafikeinstellungen. Und dann? Oh. Einmal auf Video gehen und dann wieder zurück. Hat noch jemand Platz im Inventar und kann bei mir bleiben? Als ob. Wow. Wow. Okay, cool. Hallo? Was denn? Wer ist noch bei mir? Ich? Ah. Julian. Scroll mal und. Nicht hacken. Wir brauchen noch Rinde. Oder was braucht man doch alles? Ich glaube Rinde. Rinde, ja. Ah, Rinde habe ich einmal. Hast du schon oben? Ja. Ah, okay. Ah, Stick habe ich auch. Ich habe jetzt ein bisschen Rinde. Genau. Kannst du mal das einsammeln, noch was am Boden liegt? Ja. Die Sticks? Das wird immer schlimmer. Ja. Genau. Und dann hacke ich schnell den Baum um. Ich habe eine Holzaxt. Wie viel Rinde brauchen wir denn? Ich habe eine Rinde. Reicht. Und dann nimm mal einen Holzscheitel mit oder sowas. Wir können auch ein Buch mitnehmen, das können wir auch verbrennen. Wenn du so noch so viel Platz hast, nämlich gar keinen. Wir gehen in die Werkstatt, oder? Hast du? Was wir machen. Hier ist noch ein Seil. Brauchst nicht alles mitnehmen. Warte mal ganz kurz, ich teste das. Ein Holzstück. Lass mal die Batterie kurz liegen. Peter, du warst gerade bei der Werkstatt, oder? Ich bin in so einer Halle drinne. Was braucht man nochmal, ein Feuer zu machen? Streichhölzer. Nein, vom Material her. Rex zum ich glaub, Beispiel. Ich habe einen Rack, habe ich auch noch. Ich glaube, das Rex, braucht man auch. Rex, ne? Habe ich auch noch. Nee, das braucht man nicht. Wollen wir das Feuer nicht in der Werkstatt machen? Jetzt bringen wir die Sachen und ich mach's. So, jetzt gehen wir in die Werkstatt. Straßenseitenwechsel, Michi? Ich warte gerade noch auf Julian. Weiß zwar nicht, wo er ist. Wo bist du jetzt hin? Durch den umgefallenen Baum durch. Ah, okay. Straßenseitenwechsel, Michi? Gehen wir lieber hier rein. Ich auch gerade sagen. Nach oben, oder nicht? Nein. Nee, hier. Kann ich irgendwie die Türen zumachen? Ich glaube, es leuchtet trotzdem nach draußen. Mach's einfach hier im Flur. So, ich habe das zum Anmachen, das Feuer. Jetzt muss noch jemand das Feuer craften. Du hast das zum Anmachen. Genau. Das reicht doch. Das musst du jetzt auf den Boden legen? Nein, ich habe das Handrail Kit. Ach so, das war das Falsche. Ich meine, das Handrail Kit ersetzt die Streichhölzer. Das hätte man nicht gebraucht. Ja, aber letztens ging es mit den Streichhölzern nicht. Ja, Wurst. Jetzt brauchen wir noch das kleine Lagerfeuer. Rinde. Sticks, okay. Fireplace. Ist hier irgendwo ein Fireplace? Hinter mir liegt. Warte, das konnte ich das letzte Mal doch schon anmachen, oder? So. Oder wir liegen einen großen Netz später drauf. Und? Ja! Stell dich einfach rein. Der hat echt alles reingehauen, die Rinde. Das Buch ist auch drin. Ne, daneben. Soll ich die Batterie reinlegen? Ich habe überlegt, ob ich das Spray reinlegen soll. Spraydose.
Ah nein! Ich hasse es! Hm? Ich muss meine Holzaxt holen, die flackt draußen. Nee, der hebt immer die blöden Sticks auf. Und schmeißt die blöde Axt hin. Wenn ich dieses Heatpack einmal aktiviert habe, dann kann ich es nicht mehr nochmal nehmen, ne? Nein. Gut, dann schmeiß ich es weg. Ich weiß nicht, ob es klappt, wenn du das irgendwo reinkochst, aber. Ja, genau. Julian, du hast ja keine Axt aufgehoben, oder? Nein, ich habe keine Axt. Weil die irgendwie nicht mehr da ist. Ich bin tot. Ja, ich auch. Hä? Ihr seid beide tot. Ja, dead. Ihr seid beide tot. Wollt ihr mich verarschen? Ihr liegt beide am Feuer, seid tot. Was? Es liegen beide am Feuer, sind tot. Nee, oder? Ja. Hä? Ja. Aber gleichzeitig. Ja, ich glaube, das war ein Server-Ding, weil wir sind beide auch gleichzeitig auf einmal Hypothermia geworden. Scheiße. Wie kann ich die denn jetzt überprüfen, ob die noch Puls haben? Kann ich dir sagen. Nö. Ich kann nur View Content. Guck da auch gerade rein bei Marc. Nehmt euch die Mosin mit. No. Nimm die Revolver-Munition und noch Revolver. Oh, dabei hatte ich so eine schöne pinke Sturmmaske. Ja. Aber was hätten wir dir denn jetzt geben können, dass du hast jetzt nur einen Tag verloren. Ich glaube nicht, dass ich wegen Hypothermia tot bin. Sondern? Ich bin mit Julian genau gleichzeitig gestorben. Das ist schon zu komisch. Aber seid ihr nicht auch hypothermisch? Nein. Mir ist nur kalt. Und nass. Oh, wie doof. Schmeiß ich erstmal ein paar Sachen weg, die erstmal ganz unwichtig sind. Ja, ich schmeiß auch gerade mal massenweise Zeug weg. Michi, ich schmeiß den Topf weg, ne? Den Cooking Pot. Ja, wieso? Der verbraucht ja keinen Platz. Du kannst wieder Sachen reinlegen. Da sind sogar geschützter. Ja, stimmt. Aber ich schmeiß das Sprit raus, ne? Weiß nicht, ich heb den mal lieber auf. Warum nehmt ihr den Sprit im Kochtopf mit und nicht in der Flasche? Die ist nur halb so groß. Die Flasche ist im Kochtopf. Ja, dann würde ich vom Markt noch ein paar Sachen mitnehmen. Auf jeden Fall die Mosin. Ich nehme mal die ganze Munition gerade raus. Oh, ist das doof. Also das 9mm Zeug könnt ihr da lassen. Nehmt euch den Entfernungsmesser von Julian mit. Ein Screenshot von meinem Inventar. Kacke, kacke, echt. Echt kacke, kacke. Also 9mm Zeug sollen wir nicht mitnehmen. Ich würde euch eher den Revolver empfehlen, weil PJ da auch noch Munition für hat. Die P1 jetzt oder die Magnum? Die Magnum. Na gut. Aber ich bin nicht an Hypothermie gestorben. Doch. Nein. Das wird wahrscheinlich sein. Bestimmt, aber hier steht Hypothermie, zieht ja Blut ab und Leben. Was ja heißen müsste, du würdest irgendwie irgendwann grau sehen oder so. Aber da habe ich die ganze Zeit drauf geachtet, es hat sich nichts verändert. Ja, aber für was hast du denn für... Bei mir war das ja so, ich habe ja total blurry gesehen, habe ich ja gesagt. Ja. Das lag ja an diesem Hypothermia. Dann war Hypothermia. Dann lass ich den Repeater hier und nimm die Mosin mit. Ach, ihr wollt nicht beide mitnehmen. Wie denn? Michi, kannst du die Mosin mitnehmen? Ja, ich trage sie dann auf dem Rücken und trag meine Waffe in der Hand. Nee, das ist blöd, dann halt die Waffe auf dem Rücken, dann... Nee, dann verliere ich halt meine Waffe, das ist... Nein, aber du hast ja noch den... Lungenhorn. So, Michi, jetzt bist du der Einzige, der noch nie gestorben ist. Stimmt. Andererseits ist Michi schon mal im Third First Person gestorben. Ich bin jetzt das allererste Mal gestorben. Ich wusste gar nicht mehr, wie das aussieht, weil war mir gar nicht sicher, was das jetzt überhaupt los ist. Ich dachte, mein Spiel wäre abgestürzt. Also das Blurry, das dachte ich auch erst. Das Blurry ist vielleicht vom Hypothermie, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du daran gestorben bist. So, ich glaube, Marc ist... Ja, wenn es rot ist für 5 Minuten... Oder ich sehe nichts. Kann man das Feuer irgendwie ausmachen?
Seid ihr dann auch hypothermic? Nein. So nicht. Aber es war auf einmal, als wir aufs Feld gerannt sind, ne? Ich glaube, es war schon vorm Feld. Ich glaube, bei mir war es schon in der Basis. Das ist ja doof. Diese Five-Round-Clip brauchtest du auch, ne, Mark? Braucht man nicht, aber dann kann man es halt schneller nachladen. Alter, ich schmeiß mal ein bisschen Munition von der 380er weg, man kann es echt übertreiben. Und ich hatte jetzt immer 120 Schuss. Ja, ich nehme dafür lieber den Entfernungsmesser noch mit. Bist du schon gerespawnt, Mark? Nö. Ich weiß nicht, was ich sonst noch mitnehmen soll hier. Ich weiß nicht. Kann das noch machen? Wer knistert denn da so bei euch? Bitte. Gerade aufgefüllt. Ja, ich gucke auch gerade noch was. Aber bei Marc wüsste ich nicht, was ich sonst noch mitnehmen soll. Aber auch irgendwas besonders Tolles hatte ich natürlich nicht. Ich hätte mal die Munition. Hast du das, warte mal, ich schon nochmal bei Marc. Ihr könnt mal in meine gelbe Box reingucken. Die habe ich schon eingesteckt. Wollte ich gerade sagen, die würde ich mitnehmen. Schaut aber rein, da war auch Müll drin. Ich habe noch einen Salinbag dabei. Ja, die habe ich auch mitgenommen. Den Salinbag habe ich. IV habe ich mitgenommen. Aber nicht beide, weil den einen hatte ich hier reingelegt, der war total schlecht schon. Das ist wohl auch so. Ja, ich glaube. Aber okay. Ich glaube, dann haben wir alles. Den Sprit hast du noch, oder? Ah, ich habe den Topf hingelegt. Hä, hey, wo ist denn der Topf hin? Den hab ich in der Hand. Das ist das Problem gerade. Ah, oh, ey, wenn man immer aufs Feuer guckt, ist das kacke. Kann man nicht das Feuer irgendwie ausmachen? Oh, wie mache ich das denn jetzt mit dem Topf? Das ist halt hier. Schade, ich hatte was Schönes vor mit den Sachen. Jetzt was liegt denn hier? Five Round Clip, für welche Waffe ist denn das? Mosin. Ja, habe ich mitgenommen, aber lass ich jetzt. Ja, nicht. Für die Mosin, dann nehme ich das mal mit. Dann schmeiße ich lieber 40 Munition, 40 Schuss weg. Von der ich das eh genug habe. Das ist, glaube ich, nicht wert, oder? Doch. Ich hab von der Waffe, glaube ich, über 100 Schuss. Was soll ich denn alles verschießen? 100 Schuss sind schnell weg. Was? Burlap Stripes, was ist denn das? Ja, die hatte ich mir aufgehoben, da wollte ich mir was Schönes raus bauen, aber das hat sich gerade erledigt. Wir sind so weit weg vom Meer, da findest du bestimmt keine. Ja, ich weiß. Kann ich den noch wegwerfen, Mann? Mach mal einen Platz. Ich schmeiß die Streichhölzer weg. Ich kann auch ein Nähkit wegschmeißen. Oder Rex kann ich noch wegschmeißen. Alter, mein ganzes Inventar ist voller Munition. Das war bei mir vorhin so. Aha, jetzt muss ich das wegwerfen. Ja. Die E2 könnte schon mal spawnen wieder, würde ich sagen, oder? Und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Cut und dann... Könnte man noch nicht glauben, dass ich tot bin. Ich verstehe es auch nicht. Nein. Sollen wir die ganzen Items von denen zerstören, dass sie kein anderer kriegt? Ach, Quatsch. Na, fliegen. Warte mal, Kompass Pristine, wie ist meiner? Ich hab gar keinen. Nimm auch keinen. One. Ja. Ah, dann nehme ich mir den Wasser dann raus. Da könnt ihr auch über noch gucken. Ach, das Feuer ist scheiße, ey. Du siehst nix mehr. Vor allem, ich hatte die ganze Zeit, nachdem da die Meldung stand, hatte ich immer ein Heatpack dabei. Und ich war ja auch nicht krank. Ja. Ich hatte doch immer eins dabei und immer eins an in den Händen. Dann stand ich im Feuer. Und das hat auch nicht geholfen. Oder sicher, dass das Unterkühlung ist? Was stand da? Hypothermia oder... Hypothermik oder Hyperthermik? Hypothermik. Hypothermik. Ja, das ist ja doch, dass du dann eher, Mit U ist zu kalt und mit ER ist zu warm. Was? Okay. Michi, du könntest dir noch neue Schuhe holen. Kalt. Hab ich schon. Was soll? Hab mir Max seine geklaut. Leichenschuhe dann. Ich kann mir noch seine Brille klauen. Das ist das Letzte, was man... Und seine Handschuhe. Die waren verwühlt, als ich sie gefunden habe. Ja, ist doch scheißegal, ich hab Handschuhe an. Ich habe auch mehrere Armbänder mit von dir.
Ich glaube, ich zieh mir seine weiße Jacke, glaube ich, an, weil meine ist schon ziemlich damaged. Dann zieh dir lieber die von Julian an. Alter, das Feuer kotzt sowas von an. Das kotzt wirklich mega an. Ich mach's mal aus. Kann ich nicht ausmachen? Du musst eine Trinkflasche in die Hand nehmen, aber wenn ich das mache, schmeiß ich meine Waffe auf den Boden. So, jetzt mal eine Zeit lang woanders hingucken hier. So, jetzt sehe ich wieder was. Mach's mal aus. Mit der Trinkflasche. Müsstest du es löschen können. Ah, wie ärgerlich, echt. Nee, seine ist auch schon kaputt, seine Jacke. Die ist auch schon worn, aber meine ist damaged, warte mal. Ja, nimm lieber die worn, aber grün. Kannst du die damaged nicht reparieren von der worn? Weiß ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Ich geh mal hier in den Raum, dann steh ich nicht jetzt. Wie lösche ich das Feuer jetzt? Ich schätze mal Trinkflasche in die Hand nehmen und dann irgendwie ans Feuer stellen. Hab ich. Geht's nicht? Wenn du scrollst. Empty Vessel habe ich hier. Drink und Empty Vessel. Nee, dann ist nicht, geht's nicht. Weil da was hier Items rumflagten. Und wenn ich die Trinkflasche ins Feuer stelle, geht auch nicht, ne? Ich glaub nicht. Können wir einfach alles rausziehen oder irgendwie rechts? Es ist schon lange nichts mehr drinnen. Rechtsklick zerlegt. Nichts mehr drin. Man kann nur mit Rechtsklick Inspect machen. Nee, gehen wir woanders hin, oder? Ja. Locken wir uns dann aus. Ja. Ich würde gerne erstmal wieder was sehen. Ah, ich bin hier bei dem Ausgang. Wo bist du? Ich bin noch mit dem Feuer am Kämpfen gerade. Muss ich nach links drehen? Ich kann nicht rauslotsen. Jetzt musst du genau nach hinten laufen. Ich hasse diese Steuerung, echt. Seh nix. Sehe ich was? Nee. Hä, wo ist denn hier der Ausgang? Wo bist du hin? Nee. Treffen wir uns mal draußen. Ja. Bin draußen. Mal, du bist das hier dunkel, raus. Dunkel geworden? Bist beim Haupteingang oder vorne der Halle raus? Beim Feuer raus, direkt die Tür. Da bin ich doch auch gerade raus. Ich sehe dich aber nicht. Ich bin jetzt am Außen. Warte da. Ist das denn schon dunkel geworden? Ah, da bist du. Hier. Ja, ich sehe dich. Yay. Wollen wir uns irgendwo ausloggen? Genau, dann. Jetzt die Frage, wie wollen wir denn weitermachen? Wollen wir jetzt erst wieder weiter aufnehmen, wenn der Mark und der Julian wieder da sind? Würde ich schon fast sagen. Ich würde sagen, wir machen einen Cut und dann können die eben herlaufen, wenn sie wollen. Okay. Das zerstört die Geschichte. Nein. Wir wollen einfach nicht ohne euch spielen. Sind alle schon mal gestorben, genau. Garage kann man hier noch durchschauen. Habe ich alle schon durchgeguckt. Wir müssen uns eigentlich nur noch irgendwo hinlegen. Ja, dann lege ich mich hinter die Garage. Gut. Wo war das denn genau, wo wir waren? Da geht's nicht. Bei dem Military Base. Such mir doch, ich gehe vorne zu dem Baum. Leg mich dahin. Stimmt. Das ist gar nicht, wo die Richtung gelaufen sind. Ist immer näher an der Mikro, wir verstehen dich schlecht. Ja, ja. Danke. Ich flack mich hier hin. Ja. Wie gesagt, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut, ne? Genau.